Es ist wieder soweit. Vollgas in RF4. Das Internet ist endlich da. Also endlich wieder ab ans Wasser und angeln. Mann, das hat aber auch gedauert. Über 4 Wochen jetzt kein Internet. Absolute Katastrophe. Jetzt endlich wieder nutzen, zack, und endlich wieder angeln gehen. Ist das der Hammer? Mann, ich konnte die letzten Tage in der hintersten kleinen Ecke vom Wohnzimmer mit minimalen Empfang an einem Hotspot so ein bisschen Internet leechen. Da war so gerade Internetempfang. Also konnte ich die Tage schon mal so ein bisschen hier rumprobieren und habe tatsächlich auch hier an der Stelle hier, an der Yama, schon ein bisschen rumprobiert. Denn vor ein paar Tagen hatte der Chris in einem Livestream da schon gesagt, da lüptet wieder. Und der Hartbratler hatte vor noch mehr Tagen, hat das auch schon gesagt, der hat im Discord hat das geschrieben, den Spot hier beschrieben, dass das hier lüpt an der Stelle. Und das Schöne ist, ja, den suche ich eigentlich. Das Schöne ist, hier sind wahnsinnig viele Lennox reingegangen. In einer super Frequenz. Und Cash hast auch gemacht hier. Also das war gar nicht so schlecht. Rumprobiert an verschiedenen Tagen rumprobiert. Und es hat funktioniert. Schön entspannt hier, ja, mit Doppelköder. Vielleicht teste ich gleich auch nochmal mit Ultralight. Schön mit der Ultralight-Stippe. Wäre doch was. Ich meine, der Vorteil jetzt hier, ne? Das ist natürlich gerade schon entspannt. Guck mal da. Zack, Lennox. Schöne Größe. Nehmen wir doch gerne mit. Direkt wieder auswerfen hier. Ab in den Clip. Das macht das Ganze deutlich entspannter. Schön in den Schnurclip rein. Sobald der Fisch ankommt, löst sich der Schnurclip. Die Pose saust natürlich mit der Strömung mit. Der Fisch direkt hinterher. Zack. Und dann hakt das Ganze. So, Moke wieder. Guck mal da auf 1. Ich glaube, da zuppelt, jawohl, da zuppelt wieder was. Also, richtig, richtig gut. Und ich habe hier verschiedene Entfernungen schon getestet. Das sind jetzt hier, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, das sind jetzt hier ungefähr um die 8, 9 Meter sogar nur. Und 12 Meter klappt aber auch ganz gut. Oder nochmal weiter. Also, man kann sogar, gucken wir mal eben. Also hier vorne, dann sehen wir jetzt hier vorne diesen Obballer schon wieder auf A1. Diesen dunkleren Obballer, jawohl. Mehr davon. Zack, der nächste schöne Lennox. So Moke wie der. Also ich gucke mir immer so diese Schattierung im Wasser an. Die sind ja immer relativ ähnlich. An den gleichen Stellen sieht man immer mal wieder so ähnliche Bereiche. Da geht, glaube ich, gerade wieder was. Jawohl, jetzt auf A3. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und der nächste Lennox. Ja, damit macht man Cash. 400 bis 600 Silber locker. Ich war bei um die 400 Silber mit nur einer Route, so halb nebenbei, so am Laptop, ging. Und wenn man sich hier schön mit 3 Routen hinstellt, also da kommt einiges bei rum. Ja, wie gerade schon gesagt, also einmal in diesem Bereich, aber eben auch hier hinten ungefähr in diesem Bereich. Ne? Kann man das jetzt so ungefähr, sieht man das so? Sieht man schwierig, ne? Ich mache mal eine Zoom-Stufe. Ja, so ungefähr in dieser Area hier. Schwer zu sagen. Hoppala, der war ein bisschen vergriffen. Also, 50er Einholgeschwindigkeit. Klar, wir wollen ja schnell haken. Schnell einkurbeln, sobald der Biss kommt, zack, direkt reinhaken. Auswerfen, ja, tatsächlich hier auf 8 Meter gerade. Relativ locker, aber auch 12 Meter durchaus eine Option. Was ich gemacht habe, ich habe die Wackler geändert. Ich bin mit den kleinsten Wacklern jetzt nochmal reingegangen, weil, da gibt es so eine Info auch im Handbuch, weil wohl auch die größeren Wackler wohl ein bisschen mehr Scheuchwirkung haben, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ob das so ist? Keine Ahnung. Ich habe bisher eigentlich immer nur mit den Riesenwacklern, mit den schwersten hantiert, weil man da einfach nur ganz kurz anklicken muss und dann fliegen die aber auch meterweit raus. Und jetzt mit denen, naja,
fliegt man halt so ein bisschen länger und dann fliegen die auch weit genug. Auch dieses Treiben lassen hier ist ja auch gar nicht verkehrt. Gerne hier so ein bisschen treiben lassen und dann stehen die dann irgendwann im Clip. Auch während des Treibens sozusagen kommen ja auch Bisse rein. Die nehmen wir gerne mit. Von der Köder-Kombi, wir gucken mal hier rein auf, ja, ich sag mal hier die wichtigste Matchroute im Game, die Rebellion Match, schön mit Plus auf Pose, mit Plus auf die Montage, sensationelle Route und das für den günstigen Preis, also eine der besten Matchrouten im Game. 9,8 Kilo, 9,8 Kilo Fluorocarbon komplett, Viererhaken groß, Maikäfer drauf und Dasselfliege drauf. Also die Kombination und damit lübt das an für sich ganz gut. Von der Tiefe gucke ich auch gleich nochmal eben. Zack, danke schön. Dann gucken wir da jetzt gleich nach der Tiefe. So, der nächste Lennox, oder? Tatsächlich 2,5 Kilo. Schmeckt. Sehr, sehr schön. Ja, 75 cm, 80 cm, so in dem Bereich war ich immer unterwegs. Genau. Also, das passt doch ganz gut. Und dann einfach rumprobieren. Jetzt ist gerade zur Zeit vom Wetter her eher so bewölkt. Auch der Tag davor war auch so bewölkt. Gucken wir mal, wie es gleich beim Regen wird. Aber eben auch bei diesen bewölkten Tagen oder sowas, da klappt das bestimmt ganz gut. Ich hatte aber auch schon vor ein paar Tagen hier Sonnenschein, hat auch funktioniert. Also, so richtig den Riesenunterschied macht es da nicht. Klappt auch, ja, wie gesagt, bei verschiedenen Wetterverhältnissen. So kann das doch gehen und das ist doch schon wirklich ein guter Einstieg hier für die 5 Minuten. Man macht richtig gut Cash. Vielleicht einfach mal im Discord nachgucken, da ist der oder der Link zum Discord ist direkt unterm Video. Da einfach mal reinschauen und hoppala. Da ist vom Hartbratler der Beitrag, da hat er gepostet nach längerer Zeit und da sieht man eben auch ganz, ganz viele Lennox. Masu, hoppala, jetzt habe ich zugemacht, das ist schlecht. Lennox, der Masu war mit dabei. Also auch mal wieder schön, der Sesshafte. So. Genau. Das waren so die Kandidaten, die immer schön mit dabei waren. Und von den Beifängen, naja, vielleicht mal eine Dolly Waden in klein oder sowas, aber nicht wirklich viele Beifänge. Das waren so die beiden wichtigsten Fische. Vielleicht mal einen Keterlachs oder so. Haken wir mal schnell. Ja, gehakt. Aber erst wieder auswerfen. So, und jetzt nehmen wir den hier mit. Übrigens sehr praktisch hier mit dem Rodpod. Passt tatsächlich ganz gut. Zack, schnell wieder den nächsten. Wieder nicht gehakt hier. Auf der 1. Und direkt wieder raus. Also mit dem Rodpod macht das hier nochmal mehr Bock. Weil das Abstellen so easy ist. Manchmal hat man hier, gerade wenn man hier an dieser Kante ist. Achso, von der Map. Da. Am Schniepi, am allerletzten Zipfel. Ganz, 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 ganz am Rand hier. Und dann eben hier schön in die Strömung rein. Ne? Also wenn wir hier stehen, quasi Richtung Norden auswerfen. Einfach in die Richtung. Und dann zieht das hier mit der Strömung eben schön weg. Perfekt. So Mock wieder. Ja, dann, wie gesagt, Tiefe haben wir. Köder haben wir. Köder ruhig gerne ein bisschen rumprobieren. Ein bisschen variieren, warum auch nicht. Irgendwas wird schon noch funktionieren, auch für später. Der Spot funktioniert immer wieder. Da ist doch was dran. Jawohl. Die Uguis gehen auch immer wieder mit rein. Zack, Japaner, Silberlachse waren auch immer mal wieder mit dabei. Also relativ gemischt. Je nachdem, was für ein Wetter gerade ist, je nach Tiefe. Einfach ein bisschen rumprobieren hier. Also das klappt im Moment wirklich gut. Kann man sich schön konstant hinstellen. Skillpunkte machen fürs Posenangeln. Schön ein bisschen Cash machen. Und es lief tatsächlich auch recht gut noch in der Nacht. Auch richtig nice. Also man kann tatsächlich die gesamte Stunde durchziehen und tatsächlich auch nachts noch ein bisschen was mitnehmen. Ich suche eigentlich den Regenbogenstint. Tja, und wenn du weißt, wo der ist, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich suche diesen ollen Regenbogenstint, denn ich will jetzt so langsam, ne, wir haben ja jetzt schon Juli bald durch, ich will mal so langsam hier die 110 Trophies abhaken. Da muss noch ein bisschen was passieren. Also mehr Trophies, die mir noch fehlen. Da werden wir jetzt schön in den nächsten Monaten Gas geben und gucken, was es so gibt.
im Livestream, wie immer Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr RF4. Und im Moment, ja, ich ziehe erstmal noch ein bisschen durch. Ich ziehe erstmal schön die nächsten Tage, die nächsten Wochen vielleicht erstmal komplett durch mit RF4, bis es mir erstmal wieder reicht. Und dann gehen wir wieder schön in den Rhythmus. Ja, Montags, Mittwochs und Freitags 19 Uhr rein in den Livestream. Auch nicht gehakt, der Lümmel. Und dann lübt das Ganze. Übrigens auch mal ruhig testen mit kleineren Haken. Oder als gebiebt. Mit kleineren Haken auch ruhig mal testen. Hat auch eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert. Bis hin zu einem 16er oder so waren es tatsächlich auch recht große Fische dabei. Also gar nicht so schlecht gewesen. Ja, das sieht schon gut aus. Viele Lennox im Kilobereich. Damit können wir richtig, richtig gut Cash machen. Ich würde sagen, rausziehen. Ich teste hier gleich noch schön ein bisschen mit Ultralight. Vielleicht geht ja irgendwas in die Rekorde so rein. Wäre gar nicht so schlecht. Also, rausziehen, ihr Lümmels. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, im Livestream wieder. Attacke Vollgas. Von daher nicht vergessen, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, Petri.